Und damit hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin der Dicke und wir befinden uns hier an dieser Absturzstelle, wo wir ja in der letzten Folge noch eben fix das Rüstungsupgrade erhalten haben. Das ist ziemlich cool. Und heute, ich will irgendwas Großes jetzt haben. Also nur größer als die letzte Basis, beziehungsweise nicht größer, aber irgendwie, ja, mehr bewohnt. Das wäre ziemlich cool. Ich muss ein bisschen was verkaufen im Inventar. Und jetzt bin ich mir gerade unschlüssig. Wo sind wir hergekommen? Das ist die Frage der Fragen. Ich entschuldige mich zunächst dafür, dass am Samstag keine Folge kam. Eigentlich sollte die Folge, die am Sonntag kam, am Samstag kommen. Aber, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also diese No Man's Sky Videos, die sind recht groß. Irgendwie, wenn ich die rendere und Dinge tue und so. Warte mal, ich muss mir mal kurz, warte mal, einmal dort drücken. Nee, FN. Und hier so ein bisschen das Ganze mal ein Stück leiser machen. So. Ich glaube, das ist besser. Schauen wir mal. So, ja, genau. Und das hatte zur Folge, dass zum einen das Rendering extrem lange dauerte und die Folge irgendwie, also ich wollte sie erst am Freitag, nein, am Samstag um, ich glaube, gegen 22 Uhr oder was wäre sie dann fertig gewesen, aber dann hat das auch mit der Verarbeitung von YouTube nicht mehr ganz so geklappt und so weiter. Ich muss da dringend irgendwas an meinem Codec machen oder an den, ja, an den Dingen und allgemein. Hier bebt der Boden, oder? Was ist denn da los? Okay. Ja, vielleicht sah das auch nur so aus. Okay, ja, und deswegen hat das irgendwie nicht geklappt und da habe ich beschlossen, okay, ich bringe die Folge halt einfach Sonntag und werde zukünftig einfach irgendwie ein bisschen, naja, besser vorbereitet sein oder so. So, hier gibt es auch erstmal ein bisschen was zu holen. Warte mal, kurz mal C gedrückt. Ja, ich muss mal ins Inventar gucken. Ich glaube, ich habe einfach keinen Platz mehr. Oh doch, stimmt, ich habe ja, ach, es gab ja einen neuen Dings hier. Ein Graf. Plutonium, kurz nochmal reingeguckt hier. Gut, das Plutonium ist jetzt vielleicht ein bisschen uncool. Warte mal, ich gehe mal auf Aufladen und nehme mal dieses angebrochene Stack Plutonium, um hier noch, naja gut, hat nicht wirklich was gebracht. Aber, warte mal, vielleicht können wir das Multitool, den Bergbaustrahl noch aufladen mit dem restlichen Plutonium. Jo, sieht gut aus. Und wo wir schon mal dabei sind, mir wurde gesagt, hier, das muss grün umrandet sein. Hier, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Blitzwerfer. Kann ich das hier? Ach so, warte mal. Ah, ich habe jetzt hier nicht mehr wirklich Platz, irgendwie großartig was umherzuschieben, oder? Warte mal, zerlegen, Analysevisier. Nee, das will ich eigentlich nicht. Irgendwas ist hier blöd. Ich kann hier nichts verschieben. Schade eigentlich. Muss ich beim nächsten Mal dann drauf achten. Irgendwie muss man das wohl richtig an die richtige Position legen und so weiter und dann funktioniert das auch. Warte mal, so, da hinten ist ein Fragezeichen. Da gehen wir jetzt hin. 2:09 und ich hoffe ganz einfach mal, dass da dann irgendwas passiert, was uns jetzt so langsam mal ein bisschen weiterbringt. Ich meine, ja, okay, ich freue mich natürlich über die ja, Inventar-Updates, Upgrades, wie auch immer man das sagen möchte. Ich freue mich über, ja, jedes einzelne Wort, was ich hier in dieser Kovex-Sprache lerne. Da ist ein bisschen Stein. Oh, Leute, da müssen wir hin. Das hilft nichts. Da müssen wir mal kurz hier vom gewohnten Weg abweichen. Es wäre cool, wenn man sich, kann man sich hier irgendwie diese Dinge, nee, es wäre cool, wenn man die halt irgendwie, ich sag mal, fixieren könnte, ja, dass man dann ein Ziel hat, wo man, ja, so hinrockt. Da ist er, der Stein. Der Stein des Wissens. Zack. Was? Vergangenheit. Ach, ich war jetzt irgendwo gerade. Ich habe irgendwas mit vegan gelesen. Ich dachte mir, what? Nein, alles klar. Vergangenheit. Also ich glaube, so langsam sind wir hier schon ganz gut dabei. Hier drüben ist auch was, ne? 2 Minuten entfernt. Und das habe ich jetzt hier schon wieder vergessen. Verraved. Zeigen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir es ja von hier oben schon. Nein, noch nicht ganz. Naja. Also mich würde auch echt mal so eine Overview-Map interessieren, ja, wo ich jetzt tatsächlich schon war, wo nicht. Und das wäre eigentlich echt cool. Ich weiß nicht, ob das Spiel kaputt machen würde, wenn man eine Karte hätte. Vielleicht bekommt man ja auch noch eine Karte.
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich denke, später läuft es dann eher darauf hinaus, dass man halt regelmäßig zwischen irgendwelchen Planeten hin und her switcht. Von daher ist dann so eine, ich sag mal, Planetenkarte vielleicht nicht mehr ganz so der Überknaller. Ich habe schon wieder vergessen, die ganze Zeit zu sprinten, ne? Ja, ich tu's, ich sprinte ja schon. Eieiei. So, 30 Sekunden. Warte mal, war das? Tamium. Immer natürlich mitkommen, und wenn wir schon mal daneben stehen, hier auch noch so ein bisschen Platin. Zack. Und da geht's runter. Oh mein Gott. Okay, das war ganz schön gewagter Move. Ich muss hier mal irgendwie wieder auf die auf diese Schwelle hier hochkommen. Oh oh. Das sieht gefährlich aus da unten. Aber auch nicht wirklich groß, ja, das muss man irgendwie mal sagen. Wir können ja die Aussicht hier nochmal kurz nutzen, um zu erkunden, was jetzt hier noch so geht. Da hinten dieser lustige Planet, wie er schon wieder untergeht, ey. Total krass. Ansonsten, ich sehe hier aber auch keine Gebäude, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, phänomenal. Alles klar, kein Problem. Ich lass mich hier mal so ein bisschen rüber gleiten. Hoffe, mein Jetpack spielt mit. Oh mein Gott, das tut weh. Ah, nee, doch nicht. Okay. Puh, krass. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Hatten wir das schon mal, sowas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was ist das? Es hat sich bewegt, oder? Okay. Tribut an Puntasch irgendwie. Kovex-Tafel. Okay. Okay, ja, ich glaube, sowas hatten wir tatsächlich schon mal. Da ging's, da lerne ich jetzt ein paar mehr Wörter. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Okay. Tod. Oh nein. Ansehen hat sich verbessert. Sehr schön. Sehr schön. Einmal kurz C gedrückt hier, gescannt. Gibt's hier irgendwas in der Nähe? Reisemeilenstein. Okay. Hatten wir lange nicht mehr, glaube ich. Oh, oh. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das war doch nicht. Eieiei. Okay, er kann offensichtlich auch senkrecht Wände hochklettern. Das ist nicht schlecht. Das ist gut zu wissen. Grüß dich, ne? So, wir hatten hier jetzt noch so ein Fragezeichen in der Nähe, oder? Ich find's nicht mehr. Ich laufe einfach mal hier lang. So. Grob so ein bisschen geradeaus. Ziemlich cool, Alter. Da haben wir erstmal so einen übelsten Stein da gefunden. Warum auch nicht? So, 2 Minuten 15 bis darüber. Nebenbei fleißig scannen. Das sieht hier, also wenn hier schon so ein großer Kovex-Stein steht, dann müssen hier doch auch übelste Wissenssteine in der Nähe sein. Oh oh. Hier haben wir noch was. Komm, pass auf. Gehen wir jetzt da oder dahin? Ach, das ist alles nicht so leicht. Ist es nicht, ist es nicht. Gut, einmal einen Sprint reingehauen hier. Zack. Sehr schön, ich gehe jetzt dahin. Okay, Sprint ist erstmal aufgebraucht. Hui. Ich traue mich hier gar nicht wirklich, mich richtig umzuschauen, weil dann verliere ich wieder das Fragezeichen. Ich drücke mal wieder C. Da ist ein bisschen Stein. Oh mein Gott, Leute, den brauchen wir. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist. Also, ja, ich kann es mir vorstellen. Ich meine, also bis jetzt habe ich eigentlich nahezu immer so ein bisschen gerafft, was die Typen von mir wollten. Gut, okay, das ein oder andere Mal war ein bisschen Glück dabei, aber es hat geklappt. Aber, na gut, ich meine, trotzdem wäre es ja irgendwo cool, wenn man klarstellen, okay. Cool, wenn man ja, ich sag mal, wirklich 1:1 mit denen kommunizieren könnte. Das wäre schon schick. Und vor allem, ja, fördert das ja, glaube ich, auch den Ruf dann bei der entsprechenden Fraktion. Nun gut, ich weiß nicht, wie viele Fraktionen es hier tatsächlich gibt. In den Kommentaren wurde ja schon mal gesagt, dass da auf jeden Fall irgendwas hier Voxel oder was, irgendwo noch was anderes unterwegs ist. Ich denke mal, es wird jede Menge Fraktionen geben. Lebenserhaltung bei 75, okay. Eben mal noch einen Scan rausgehauen hier. Was haben wir da hinten? Das ist wieder 2 Minuten weg und ach, ich hätte oben lang gehen sollen. Verdammt, sonst muss ich jetzt hier wieder den Berg hoch.
Aber gut, glücklicherweise ist das virtuell ja nicht ganz so anstrengend wie reell. Real, wie auch immer. Und hier wird einfach mal hochgehuscht. Hier Sprint ist zu Ende. Oh, wird er gleich extrem langsamer hier. Ich probiere das jetzt mal hier mit dem Jetpack hochzukommen. Sieht gut aus. Mensch, klasse. Und da ist auf jeden Fall eine ziemlich große Antenne. Das lässt mich schon mal auf Übelstes hoffen. So, wir sind am Start, glaube ich. Einmal C gedrückt. Habe ich was verpasst? Nein. Da gibt es eine Maschine da drüben. Okay, das ist wieder so ein Wegpunkt-Gedöns-Teil. Bacon, Beacon. Oha. Ein bisschen was gibt's, ne? Allerdings, man sieht nicht wirklich, was davon jetzt groß ist. Fortgeschrittene Lebensform entdeckt. 16 Minuten entfernt. Ich brauche mein Raumschiff. Es hilft ja nichts. Ich brauche jetzt mal so langsam wieder so ein Dings. Ich hätte eigentlich bei der letzten Station schon sagen sollen, ja, ich hole das jetzt her und dann wird alles gut. Warte mal. Also da ist auf jeden Fall irgendwas, ne? Das ist ein Wissensstein, was da steht. Ah, verdammt. Nach da können wir jetzt natürlich nicht gucken, ne? Nicht wirklich, nein. Oh mein Gott. Ah, das sollte ich nicht so oft machen. Zack. Achso, hatte ich schon rübergeschickt. Ich gehe jetzt nach da unten. Ja, da war ein Wissensstein. Den nehmen wir mit. Und ich scanne hier natürlich fleißig weiter. Weiter geht's. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt, ja, muss man sagen. Es sind aber auch sehr viele Reize, die einen hier in diesem Spiel... Oh, Zink, warte mal, habe ich Zink noch im Inventar? Ne, Zink ist schon im Raumschiff. Verdammt. Ich könnte mal irgendwas noch zum Raumschiff schicken, oder? Ne, ist alles voll. Ist alles voll Platin. Oh mein Gott, warte mal. Dann schmeiße ich mal hier so ein bisschen Platin weg. Aber das Zink lasse ich trotzdem erstmal hier, Wobei ich hätte es jetzt einsammeln können und dann zum Raumschiff schicken und so weiter. Ach, ist egal. Wir haben es eilig. Hier, Sprint rein. Und nebenbei ordentlich gescannt. Da ist der besagte Wissensstein. Sehr gut. Wenn das überhaupt der ist. Ja, das ist der, den wir gesehen haben. Genau. So, einmal geklickt. Faszinierend. Stand da. Das ist ein schönes Wort. So, und dann hier mal eben hochgejetpackt. Über diesen Berg. Oh, oh. Ich sollte das nicht so oft machen, Mann. Das ist... Und vor allem, ich sollte mal zusehen, dass mein Jetpack ein bisschen geupgradet wird hier. Das hat doch keine Zukunft so. C. Nochmal gescannt. Oh, immer noch weit weg. Okay, einmal runter. Jetpack. Okay. Da drüben blinkt auch noch was. Achso, das war die andere Station. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe hier nichts mehr. Da ist es. Oh mein Gott. Also auf jeden Fall ein roter Strahl, der gen Himmel ragt. Wir tun's. Wir gehen da einfach hin. Irgendwie mal hier ein bisschen sanft runter. Nebenbei natürlich fleißig gescannt. Alter, hier ist noch Tamium. Das nehmen wir mit. Achso, E. Zack, sehr schön. Was ist das? Warte mal. Hä? Ist das eine Ressource oder ist das irgendwas? Warte mal, das müssen wir uns angucken, oder? Ich glaube, das ist eine Ressource. Aber wenn das keine... Ja, das ist was zum Abbauen. Okay, nee, ist egal. Nehmen wir jetzt nicht mit. Ich dachte, das wäre irgendwas Großes zum Anklicken. Aber das wäre mir durch die Scans wahrscheinlich auch angezeigt worden, irgendwie. Ich könnte auch mal bei Gelegenheit die Scanner-Reichweite, glaube ich, erhöhen. Oder die Dauer, mit der das hier Oh mein Gott. Gleichgültig sind die Tierchen. Aber sie sehen gefährlich aus. Vor allem sind die größer als ich. Soll ich mal besser meine Knarre schon mal in die Hand nehmen hier? Schon mal auf
Blitzwerfer gewechselt hier zwischendurch. Sicher ist sicher, ja. Man weiß ja nie, was passiert, wenn die Tierchen hier durchdrehen. So, ich muss auch mal auf die Uhr gucken. Okay, Halbzeit haben wir ungefähr. Ich hoffe so, dass jetzt hier mal wieder irgendwas passiert. Irgendwas, wo man sagt, jo, jetzt geht's vorwärts. Ich glaube, ich müsste einfach mal mein Raumschiff rufen. Oha, wieder nur so ein kleines Häuschen hier, wo vermutlich wieder keiner drinnen sitzen wird. Ach, das ist doch blöd, Leute. Ich will handeln, will ich. Ah, keiner da. Aber eine Technologie, neue Technologie. Nachladebeschleuniger. Sehr schön. Lassen wir es mal so. Sonst noch irgendwas? Stuhl können wir nochmal drehen. Zack. Sehr toll. Ansonsten hier hinten nur Deko. Deko, Deko. Ein Speicherpunkt. So ein Signalteil. Kein, ich rufe mein Raumschiff, Bubbel. Was ist das? Kann man da? Nee, kann man nicht. Nope. Das war's, Leute. Das war's. Gut. 1,40 in diese Richtung oder 0,9. Achso, ich gehe da jetzt gleich mal ran und klicke da einmal drauf hier, damit das Fragezeichen verschwindet. Ist auch noch eine Kiste. Ein Gag-Amulett. Und damit ist das Inventar auch wieder voll. Eieieiei, Leute, Leute, Leute. 21.8. von mir entdeckt. Okay. Das klingt geradezu traumhaft. Hier ist noch eine Kiste. Ich kann sie nicht anklicken. Überbrückungschip. Achso, das war das Ding. Okay. Ich. Einmal C. Zack. Hier geht nichts. Wir rocken nach dort. Einmal im Sprint reingehauen hier. Kurz mal gejetpackt. Ach man. Das zieht sich ja auch alles hin hier, ne? Also ich weiß nicht. Gut, einige von euch sind ja schon deutlich weiter. Habt ihr ja geschrieben in den Kommentaren. Ich weiß halt nicht, ob ich am Anfang jetzt gleich hier auf den anderen Planeten und so und bla. Ich meine, jetzt mit der neuen Knarre wäre das durchaus eine Option. Tamium am Start. Oh, Leute, na das sieht doch mal gut aus. Das sieht gut aus, glaube ich. Das sieht zumindest nach Zivilisation aus. Und vielleicht finden wir da ja auch irgendwo einen Punkt, wo wir handeln können, um das Inventar mal ein bisschen aufzuräumen und dann ein bisschen was herzustellen, um das Raumschiff zu rufen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Also ich habe tatsächlich einen Plan bei dem ganzen Rumgelaufen, mehr oder weniger, ein bisschen. Oder das ist ein Wissensstein. Ah, jetzt sind wir fast da. Egal, egal, egal. Den Stein müssen wir holen, Leute. Den Stein brauchen wir. Das hilft nicht. Kurz nochmal rumgeguckt hier. Das war's dann auch mit Stein. Na, da unten. Okay, war gar nicht so ein großer Umweg. Oh, Höhle. Sollte man vielleicht nicht unbedingt reinfallen. Sieht gefährlich aus. So, Wissensstein. Zack. Atlas. Okay. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Das heißt, wenn mir jetzt einer der Kollegen hier irgendwann mal irgendwas von dem Atlas-Pass erzählen sollte, dann werde ich es mitbekommen, vielleicht. Wobei, das Wort für Pass kann ich ja noch nicht, glaube ich. Aber wir werden sehen. Alles wird gut. Yo, das sieht doch mal cool aus hier. Mensch, klasse. Super, direkt mal ran hier. Das Ding. Achso, oh, Trümmer. Hier wollte ich ran. Gleich mal ran gespeichert hier, damit er das Fragezeichen und so weiter als entdeckt gilt. Von mir entdeckt. Hier sind auch jede Menge Fragezeichen in der Nähe, ne? Hier 2 Minuten in die Richtung. Dann haben wir 2 Minuten in die Richtung. Ich gehe da 3. Oh mein Gott, hier ist was kaputt. Hier ist keiner. Schild wiederherstellen, ja, besser ist. Schilder auf Maximum. Das sieht echt ganz schön komisch aus, was hier abgeht. Gegenstand. Interagieren. Okay, Licht aus. Inventar voll. Baufällig. Analysieren, ja.
Ich habe eine neue Technologie entdeckt. Kühlmittelnetzwerk, Sigma. Okay, naja, klingt doch schon mal ganz gut. Zwar nicht unbedingt handeln, aber immerhin schon mal irgendwas entdeckt. Warte mal, so. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Was ist das da hinten? Ist das nicht so ein Handelterminal? Nee. Handelsterminal. Okay, jetzt müssen wir mal gucken hier. Gibt es hier irgendwo so ein Ruf mein Raumschiff-Ding? Speicherpunkt. Nein, gibt's nicht. War das das, wo wir eben waren? Ja, ich glaube, bestimmt. Nun gut, ja, nicht lange rumschnacken, wir wollen direkt weiter. Ich hatte ja mehr gehofft hier von diesem imposanten Gebäude. Warte mal, vielleicht gibt's ja da oben auf dem Dach noch was zu entdecken. Nein. Aber, was ist das? Nein. Nichts. Könnte eine Raumschifflandeplattform sein, oder? Okay. Sehr cool. Zwar kann man hier nicht sonderlich weit gucken. Warte mal, ich scanne noch mal kurz. Da unten ist noch ein Wissensstein. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich gleich mit. Und ich würde sagen, jo, wenn wir dann schon in die Richtung laufen, gucken wir mal dahin. Ach, das ist schon der Wahnsinn. Mensch, krass. Da findet man hier irgendwas total Tolles. Außer Distanz. Und dann ist da eigentlich nicht so viel cool. Ich meine, gut, Technologie. Station. Station erlernt. Okay. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann auch so Dinger kommen, wo man dann einfach sagt, ja, kennst du schon. Hatten wir sowas schon? Ne, ich glaube nicht. So, hier oben haben wir noch einen. Einmal Sprint reingehauen hier. Zack. Oxide. Okay. Oh, jetzt geht's aber wieder los hier. Da kommt gleich der nächste. Krass. Das ist schön. Das ist schön. Segnen. Achso, zu welcher Station wollte ich jetzt eigentlich laufen? Links oder rechts? Eigentlich wollte ich zu der linken, oder? Ich laufe erstmal so ein bisschen mittig. Nein, laufe ich nicht. Ich laufe jetzt, warte mal, was haben wir denn hier? Nach da 1,17 und nach da 1,12. Ich laufe dahin. Warum auch nicht? So, nebenbei fleißig weiter gescannt. Damit wir auch keine Steine verpassen. Jetzt hat er das gemerkt, oder? Irgendwas hat er sich jetzt hier gemerkt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Vielleicht, weil ich den Scanner betätigt habe, als ich... Inventar ist voll. Ich lasse das jetzt so. Ich lasse das alles genau so, oder? Tamium, Plutonium. Meine Lebenserhaltungssysteme könnte ich mal aufladen. Mit so einem Schluck Plutonium hier. Nee. Hä? Warte mal. Weiß nicht, irgendwas war jetzt komisch. Irgendwas hat er mir gerade angezeigt, aber das war, glaube ich, nicht die Station, zu der ich jetzt gerade hin möchte. So, achso, Platin war das. Naja, mal gucken. Fleißig weiter scannen. Und dann schauen wir da jetzt hin. Tamium nehmen wir natürlich noch eben mit hier. Zack. Jetzt bin ich gespannt. Ah. Meilenstein erreicht. Na, immerhin. Aber das ist wieder nur so ein kleiner... Ja. Bunker. Nun gut, dann ist das so. Auch hier scheint es kein Ruf mein Raumschiff-Punkt zu geben hier. Ach ja, aber keine Menschen. Okay. Eine Technologie. Sehr schön. Neue Technologie. Irgendwas Granatendings. Sehr schön. Aber sonst noch was? Nein, das war's hier drin. Weiter geht's. Weiter geht's. Auf zum nächsten Punkt. Zwei Wissenssteine. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, die hätte ich jetzt fast übersehen hier. Unauffällig. In der Landschaft getarnt quasi.
Aber gleich zwei auf einem Haufen. Das ist nice. Das ist sehr nice. Zack. Unterbrechung. Und bevorstehend. Laufe ich jetzt dorthin? Warte mal. Nein, tue ich nicht. Ich laufe dorthin. Eine Minute 21. Das ist nicht sonderlich weit. Was war das? Ach, hier. Alles klar. Kein Problem. Easy going. So. Einmal kurz Sprint wieder sein gelassen. Ich gucke mal, ob ich von hier vielleicht schon... Ah, da steht wieder so eine Kapsel. Da steht so eine Kapsel. Das heißt, es könnte wieder eine Inventarerweiterung geben. Oh, oh. Das klingt gut. Das klingt gut. Schauen wir es uns an. Bleibt quasi aktuell noch spannend. Eieiei. Aber wir brauchen mehr Inventarplatz. Nachdem ich jetzt schon gehört habe, da gibt es ja Leute bei euch, die haben schon ein 40er Raumschiff hier mit 40 Plätzen und so weiter. Und krass, boah, will ich auch. Auch hier Tierchen. Kennen wir schon. Ja. Sieht ganz danach aus. Aber die scheinen friedlich zu sein. Zumindest noch. Ich nehme mal... Ups. Die Knarre in die Hand. Irgendwas habe ich hier gerade abgeschossen. Achso. Hab noch den Blitzwerfer aktiv. Gut. Besser ist. So. Einmal hier ran. Das Ding aktiviert. Sehr schön. Und weiter geht's. Na? Wo geht's rein? Hier geht's rein. Und da gibt es etwas Neues. Anzug, Upgrade. Zack. Neuer Inventarplatz. Sehr schön. Und ich sehe schon, hier ist auf jeden Fall so ein Scrollbalken daneben. Das heißt, ich... Ach nee, warte mal. Das ist da drin, oder? Warte mal kurz. Ich kann noch was kaufen. Ach so, warte mal. Ach, das wird mir jetzt erst angezeigt. Hä? Wie auch immer. Jetzt habe ich's. Und ja, nee, der Scrollbalken ist tatsächlich da in dem Ding drinne. Weiß nicht, ob man dann hier früher oder später auch im Inventar scrollen kann. Das wäre natürlich ziemlich cool. Aber wir werden es sehen. So, dann haben wir hier drüben noch so ein Ding, was wir wieder nur mit Atlas Pass aufkriegen, wa? Und natürlich keine... kein Ruf mein Raumschiff-Knopf. Taxi-Gateway, wie auch immer man das nennen möchte. Puh, in die Höhle möchte ich nicht. Höhlen sind immer so gefährlich und da muss man immer wieder raus und so. Pass auf, ich laufe jetzt hier mal... den Weg hoch. Also was heißt Weg? Hier diese steinigen Klippen. Zack. Fleißig weitergescannt. Und ich denke, wenn wir da oben auf dem Berg sind, werden wir vielleicht auch ein bisschen was sehen. Und eventuell das nächste Ziel ausmachen können. Ich habe übrigens den Mikrofonarm jetzt wenigstens so ein bisschen so, dass er ja nicht ganz so krass rumhängt. Besser geht's aktuell leider nicht. Es tut mir leid. Kurz mal geguckt. Maschinen. Ansonsten da hinten ein Fragezeichen. Und das war's dann auch. Und kommt zu dem Fragezeichen. Rocken wir natürlich noch eben hin hier. Als letzten Move in dieser Folge. Und dann denke ich mal, das sollte funktionieren. Ja. Ich muss eigentlich mal auf einen anderen Planeten, oder? Das hilft ja alles nichts. Ich meine... Stand. Wobei, das wird wahrscheinlich auf jedem Planeten so sein, ne? Dass man halt erstmal rumguckt und Dinge sucht und... Oh, oh. Was hier? Kennen wir schon. Ich töte jetzt hier keine Tierchen. Die sind nur alle total lieb drauf und so. Solange sie mich nicht angreifen, gibt es ja keinen Grund für aggressives Verhalten oder so. Außer ich brauche mal Kohlenstoff vielleicht. Dann könnte man darüber nachdenken. Und wir nähern uns dem Ziel und es sieht wieder so aus, als wäre das nichts Großes. Aber es muss ja nicht groß sein, um cool zu sein. Eieiei, in so einer Schlucht hier drin schon wieder. Das ist wieder so ein Stein. Das ist wieder so ein Stein, Leute. Na los, ab geht's runter. Und den machen wir natürlich noch eben fix. Das heißt, oh, oh. Oh. Irgendwas ist hier gefährlich, glaube ich. Aber ich weiß nicht was. Ich interagiere jetzt damit. Zack. Und ich würde sagen, ja, mit diesem wunderschönen Anblick beenden wir dann auch die Folge so ein bisschen.
Noch hier eben draufgeklickt. Ja, lasst mir Daumen hoch runter da, wie es euch gefallen hat, was ich besser machen soll, in die Kommentare. Corvex-Wort erlernt für erwacht oder so. Und Ansehen der Corvex verbessert. Und ich würde sagen, damit beende ich das für heute und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. No Man's Sky. Ich bin der Dicke. Bis dahin.